Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory. Ja, heute bin ich mal alleine. Das gibt mir die Gelegenheit, über ein paar Dinge zu sprechen, die mich so allgemein teilweise ärgern und teilweise, wo ich einfach denke, wieso machen das die Leute? Und zum Beispiel zuallererst die ganzen Kommentare von wegen, ich habe dir ein Abo dagelassen. Wäre cool, wenn du mich auch abonnierst. Leute, das zieht bei mir nicht. Ja? Ich sehe ja meine Abonnentenzahlen. Ich habe noch nicht so viele. Und wenn dann 10 Abonnenten, 10 so Kommentare kommen und vielleicht 2 Abonnenten hochgehen, ein bisschen zu einfach. Ja? Da steige ich durch. Da weiß ich, dass ihr nur auf Abonnentenjagd seid. Ich habe meinen Magnet nicht an. Ja, und dann denke ich mir, das finde ich einfach nur traurig, dass man, ich finde es ja okay, wenn jemand nach einem Abo fragt oder wie auch immer und dann auch wirklich ein Abo da lässt, aber dann nur drauf zu hoffen, dass dann der andere so doof ist, in dem Fall ich, dass ich da ein Abo da lasse, da spiele ich nicht mit. Da bin ich zu. Hä? Wo wird denn das jetzt wieder hin abgesaugt? Shadow! Wird wieder mein Zeug. Mein Zeug abgesaugt. Was soll denn das? Und was macht der aus dem Zucker? Was passiert, wenn man den brennt? So rum muss ich machen. Sugar Charcoal. Ja, toll. Mann, ich brauche den Zucker fürs Essen. Ja, ihr seht noch was Neues hier. Nämlich, nichts. Warum fehlen da oben ein paar Blöcke? Warum fehlt da oben der Anker? Ich frage mich manchmal, was hier passiert. Ja, ich habe die Monsterfalle hier weggemacht und, Moment, es bleibt ein bisschen. Nach hier, umplatziert. Und die ist auch 2 Etagen hoch. Ja, gibt ein bisschen mehr Drops also. Ich nehme mal den hier raus. Der geht ja gar nicht. Epic Beacon. Cool. Können wir auch hier einsortieren. Ja, also ich habe hier einfach die Monsterfalle ein bisschen umgebaut, damit die nicht mehr. Komm mal runter. Und. Ja. Da sind Fehler gemacht in der Menge. Falsche Maustaste. So, außerdem habe ich da einen Zentrumsanker gemacht, ja, der hier auf der Plattform ist. Und ich habe da drüben noch einen Anker, dass ich hier, und hier einen Elevator platziert, dass ich hier schneller einfach zu meinen Sachen komme, weil sonst dauert es immer so ewig. Außerdem habe ich mir hier einen Rucksack gemacht, einen Knapsack von Tinker's Construct. Dann haben wir hier Traveler's Goggle. Aber die sind halt doof, ja. Mit Z kann ich damit zoomen. Boah. Ist aber ein bisschen wackelig. Ja. Können wir zoomen. Ist ganz cool. Das kommt aber natürlich in den Knapback rein. Warte, das muss ich ausziehen. Aber eigentlich machen wir ja Tinkers gerade. Und deshalb habe ich eine Tinkers Rüstung. Thaumaturgy Boots, Leggings, Rope und Goggler's Revival. Die geben mir Wiss-Discount, das heißt, wenn ich hier irgendwas erforsche, dann brauche ich nicht 100%, sondern im Moment glaube ich nur 99. Genau, das ist ganz cool. Ich habe meinen Bogen. Ich habe mir einen Blood Bow gemacht.
Der hat 1500 Durability. Was habe ich noch gemacht? Sonst, genau den Ding hier. Ich habe noch irgendwas Wichtiges gemacht. Ja, ich habe mir hier ein paar Regale hingehängt. Genau, hier, Alchemical Furnace. Ich weiß aber noch nicht mehr genau, wie der funktioniert, ja. Das ist ein Ofen, der mir erlaubt, Fis irgendwie, umzumodeln. Ich baue den jetzt einfach mal dahin, das Bett stellen wir mal auf die Seite. Sollte man gleich nochmal drin schlafen, sonst ist das weg. Sonst ist mein Nachttischchen. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich kann da irgendwas reinlegen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal das hier. Achso, Kohle brauchen wir auch. Haben wir hier keine Kohle? Hier wirklich keine Kohle. So, und jetzt kommt der Traveler's Wand ins Spiel, weil hier sind wir ganz schnell da und ganz schnell immer in E. Und dann ist hier noch gar nicht so viel drin. Dann müssen wir dazu. Nein, zu weit. Hier hat man irgendwo. Wo war denn? Ach, die Kohle ist wahrscheinlich noch im ME. Guck mal, ob ich hier irgendwas habe. Kohle. Sehr gut. So, und dann hin, da hoch und dann sind wir schon da. Es geht eine Menge schneller wie zuvor. So, jetzt probiere ich mal. Okay. Das funktioniert und dann haben wir hier irgendwas drin. Und da geht der sogar recht schnell. Und das können wir dann eigentlich irgendwie absaugen lassen. Oh, die Kohle hält aber lang. Ah, da steht oben dran, was da drin ist gerade. Und jetzt, ich glaube, da mal rüber. Ne, da passiert nichts. Muss ich gerade mal gucken. Hallo? Bevor man noch gekommen. Alchemie. Den Ofen haben wir. Brauche ich das hier? Ne, das habe ich ja gemacht. Das habe ich auch. Das hier können wir mal machen. Eisen, Gold und ein Bucket. Ja genau, Eisen, Gold und ein Bucket. Und so ein Fissfilter. Falscher Tisch. So, letztes Mal hatte ich auch noch das Problem, dass ich nicht wusste, wie ich den Fiss in den Zauberstab krieg. Das haben wir auch gelöst. Tada! So, jetzt wenn wir hier mal reingucken, in Formanomicon, steht hier eigentlich. Na, 5-5. Das ist gleich. Aber hier steht 99% Average Viscost. Arcan, irgendwas. So. Vielleicht muss ich den jetzt nur da drauf stellen und dann. Ja, da ist was drin. Da ist was drin. Okay. Jetzt. machen wir uns noch ein bisschen Water Glass. Haben wir Slabs und Glass Panels. So. Müssen wir erst hier die Slabs machen. Wir hätten noch welche gehabt, habe ich gerade gesehen. Und dann kommt hier die Glass Panels hin. Und dann können wir ein Watered Glass machen. So, und jetzt probiere ich mal, ob das geht. Jawohl. Achso, der macht das jetzt. Der macht das jetzt aber in alle rein. Das ist ein bisschen ungeschickt. So wollte ich das nicht.
Also er pumpt schon alles ab. Das müsste, glaube ich, gleich da hinten mal reinkommen. Ja, der fängt hier an schon zu dampfen. Achso, wir wollten schlafen, wenn es Nacht ist. Nacht ist. Also Leute, nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ihr... Warum ist das hier so grün? Warte mal, wir haben irgendwo Glasfiles. Hier. Und damit können wir, glaube ich, genau ein Ding rausnehmen. Oder passen da 10 mal? Ah, 10. Ne, wie viel? 8. Na, dann haben wir jetzt gerade ein bisschen... Ah, okay, da können wir auch rausnehmen. Aber halt nur 8er Zahlen. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, wieso er das den Rest hier nicht reinmacht. Kann ich da irgendwas umstellen? Nee. Almost empty. Das stimmt doch gar nicht. Aber das ist ein Anzeigefehler. Was macht man denn da jetzt? Wir machen nochmal so ein Dings da. Bauen wir mal ein Gold. Ein Bucket müssen wir uns noch mal craften. So. Dann hat er mehr Platz oben drin und vielleicht saugt er da das andere rein. Ja, macht er. Sieht ein bisschen aus wie ein Hochofen. Geht da noch eins rein? Ja, 8, 9. Das sind alles so ungerade Zahlen. 12. Ja, jetzt ist fertig. Aber wieso wird das nicht weitergeleitet? Was habe ich jetzt gemacht? Ach, da kann ich den leer machen. Aber dann entsteht, glaube ich, Flux oder sowas. Genau, der Great Wood ist gewachsen, das hat alles geklappt letztes Mal noch. Ich weiß jetzt nicht, wieso da nichts weitergeht. Das aber nicht. Das Zeug kann ja natürlich nicht in der auf dem Ding stehen. Ja? Dann müssen wir natürlich so einen kleinen Destilliertisch bauen. Wie kann ich jetzt das Glas leer machen? So, okay. Sneak, rechtsklick. So. Das ist, war jetzt ein bisschen doof, dass wir das nicht irgendwie kontrolliert haben. Kann ich das irgendwie kontrollieren? Ein Watcher. Watcher's function is the same as normal. Even before they are still able to accept anybody. Access simply lost. This allows you to always have some. Irgendwo konnten wir die noch beschriften. Zum Gefüge. Uiuiui, was es hier alles gibt. Restricted.
Gut, wir machen jetzt nochmal, so. Nein, nicht das. So ein Fizzfilter will ich nochmal machen. Warte mal. Silverwood Glens in Gold. Dann machen wir einfach mal ein paar. Falsche Crafting Table. Ist ja Verzauberung. Und dann zeige ich euch noch ganz kurz gleich. Ja, seht ihr hier? Nicht genug Fizz, aber ich habe hier noch einen zweiten Zauberstab. Nämlich den goldenen. Den habe ich mir gemacht, einfach damit ich immer genug Fizz habe. So, jetzt Tubes und das da gibt. Extra Tubes. Und hier seht ihr jetzt, normal würde es wahrscheinlich 15 kosten, aber jetzt kostet es nur 14,4. Nicht genug Fizz. Nicht genug da. Okay, nehmen wir mal mit. Ich mach jetzt mal das hier drin. Ich weiß jetzt noch nicht, was mir das bringt. So, warte mal. Wir tauschen mal gerade die Gläser. Die Jars. Und dann holen wir hier nochmal von dem da raus. Und hauen die nochmal da unten rein. Und dann gucken wir mal. Hier sind 21 drin und da sind 8 drin. Es gehen wahrscheinlich nur. Nee, das sind. Gucken wir mal. Kann ich damit noch fällen? Ja, ja, das geht. Platzieren wir das mal um. Oh, kommt noch einer, ja. So, jetzt kommt das rein. Das funktioniert natürlich nicht, weil da kein Achterding drin ist. So, und jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, wie ich den Fizz auf die Sachen hier drauf kriege. Nämlich ganz einfach. Wir müssen nur ein paar Monster töten. Und warum? Oh Gott, die Spitzhacke habe ich geupgradet. Die ist jetzt so imbar schnell. Die hat jetzt Mining Speed 53. So, jetzt hoffe ich, dass hier gleich ein paar Monster entstehen. Und wenn ihr. Hallo? So, wenn ihr mit der Spitzhacke dann die Monster. Wenn ihr. Quatsch, mit der Spitzhacke. Wenn ihr dann Monster haut, dann bekommt ihr darauf. Die lassen kleine Wiss-Dinger fallen und dann könnt ihr eure Zauberstäbe aufladen. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil das gerade nicht funktioniert, weil die so lange brauchen, um zu spawnen. Aber das habe ich extra hierfür gemacht. Die ist auch schon einmal in die Luft geflogen. Es passiert einfach, ja? Kann man nichts machen. So, ich verstehe jetzt immer noch nicht, weshalb das nicht da weitergeht. Machen das wenigstens so jetzt mal raus. Label. Mann. Char-Label. Oh Gott. Ich brauche in jedem eine Fame-Whale. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Kohlepulver, Slimebälle, ja, klar. Und, aber irgendwo habe ich Saplings gefunden. Und Papier. So, ich guck mal. Ah ja, da unten sind ein paar Monster entstanden. Jetzt gucken wir hier gerade mal. Der hat 32 Aqua und 12,2 Ordo. Jetzt probieren wir das hier gerade mal. Habe ich nicht aufgepasst. Waren das 34?
Ich hab nicht aufgepasst. Aber warte mal. Ja, da hat's keine Fledermäuse. Also eigentlich funktioniert das so. Das sind wahrscheinlich die ganz kleinen Punkte, die da ab und zu rum vorwerken. Ja, die lassen euch uns da. Außerdem, ich habe noch was Geiles gemacht. Fire Protection 3. Ich habe nämlich ein bisschen noch hier Level 30 Verzauberungen gemacht. Deshalb auch die vielen Bücherregale und so. Ich wollte das einfach mal haben. Auch wenn Mavia sagt. Ach, Mavia, ich sag immer Mavia. Mephisto. Wenn Mephisto sagt, das passt nicht. Alter, das ist unnötig. Alter, das ist ja. Nicht produktiv. Nennen wir es mal so. Außerdem gibt es noch was. Es gibt nämlich Notes. Muss ich nur kurz gucken. Hier. Das hier ist eine Note. Ah, die bewegt sich nicht. Das ist eine Note. Also es gibt hier unten, man muss nur tiefer gehen, da gibt es Notes. Da, ja, wird man vielleicht irgendwann mal runtergehen. Und mal so ein paar Auskundschaften. Aber ich denke, erst wenn ich einen größeren Zauberstab habe. Vorher macht es noch nicht wirklich Sinn. So, jetzt sind ein paar mehr Monster da. Jetzt gucken wir mal. Also nochmal. 36 Feuer, 37 Wasser, 12, 2 Luft. Und der ist auch noch, der braucht auch noch ein bisschen. So, und da die kleinen Dinger, die meine ich. Ich glaube, das ist der Fisch. So, die Bats müssen wir auch irgendwie. Und guckt jetzt hier. Das hat funktioniert. Zum Beispiel, Bordeaux war hier bei unter 20. Und jetzt auch funktioniert. Aqua ist jetzt bei 39. Und Ordo bei 17. Also man muss ganz schön viele Monster dafür töten, aber es funktioniert und das ist so ja eine relativ einfache Möglichkeit, ein paar Fist zu kriegen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich hier mitmachen muss. Da muss ich mich mal noch informieren, dass es effektiv aufgeteilt wird. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Minecraft Sky Factory. Vielleicht dann wieder mit Mephisto, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt er auch erst übernächste Folge wieder dazu. Oder er nimmt eine Folge alleine auf. Das weiß ich alles noch nicht. Auf jeden Fall ist es hier viel schöner ohne dieses hässliche Monsterfallenteil. Das wird Mephisto auch freuen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.